Ja, hallöchen, liebe Leute, da sind wir wieder bei Black Mirror und ja, ich habe endlich herausgefunden, wie man weiterkommt. Wir müssen erstmal mit dem guten Bates reden. Bates? Yes, Sir. Bates, schau mal, was ich habe. Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen dort, wo Sir William? Ja, ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Da bin ich nicht so optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot. Und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates. Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Er weiß vielleicht mehr als ich. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Aber warum sollte er das tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Ja, und jetzt natürlich zu Henry, wie er der gute Bates ja gesagt hat. Und dann sollte Samuel endlich bereit sein, auch mal nach Willow Creek runterzugehen. Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Aber sicher, Sir. Ich höre. Sehen Sie sich das an. Ich habe es am alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich? Ich wüsste nicht, weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Ich kann's mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Natürlich. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas Ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich hab's verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben. Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein, dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns, Sir. Wir werden sehen. Na, wie nett. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir. Aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Würde ich ja, wenn ich nur könnte, Sir. Na gut, ich glaube ihm kein Wort. Ich will Sie nicht länger stören. Alright, jetzt aber müsst ihr nach Willow Creek gehen. Haha. Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war.
Tja, es ist schon so lange her, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? Die Treppe zum Wasser. Es wäre leichter, die Brücke zu benutzen, um den Fluss zu überqueren. Komm. Oh, eine Kiste. Darin schwimmt eine Menge Schmutz. Schau, ich sehe hier doch schon eine Angel. Entschuldigung, darf ich Sie sprechen? Aber sicher, junger Mann. Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Hoffe ich. Wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische? Hat schon was angebissen? Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Vorhin hatte ich einen Riesenfisch am Haken, aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen, aber dann ist mir die Leine gerissen. Die größten und ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Warum angeln Sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Danke. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. Na ja, dann gehen wir mal zum Pub. Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Meine Mama hat es mir verboten. Verrätst du mir denn deinen Namen, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Hast du Bonbons dabei? Hm? Vielleicht Schokolade? Ja. Hat dir deine Mami nicht beigebracht, keine Süßigkeiten von Fremden anzunehmen? Willst du ein Bonbon? Klar, gerne. Sind es Schokobonbons? Ich weiß es nicht genau. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Vic, hast du schon mal den Mann auf diesem Foto gesehen? Zeig her. Nein, ich glaube nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel? Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Hey, war doch nur ein Spaß. Okay. Hatte ich nicht Bonbons oder habe ich die ihm schon gegeben? Dreckiges Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Na gut, gehen wir mal rüber. Ist zwar nur eine Vermutung, aber ich denke mal, Murray's Funshop werden wir fündig werden. Die Tür ist abgeschlossen. Na toll. Auf dem Schild steht: Bin gleich zurück, Murray. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt. Stechkarren? Das gehört wahrscheinlich dem Angler, mit dem ich mich unterhalten habe. Anwalt Daveson, Williams bester Freund, hat hier gelebt. Er ist fortgezogen, lange bevor Catherine starb. Er hat immer gesagt, dass er es hier als Anwalt zu nichts bringen würde. Daher beschloss er, mit seiner Familie nach Barclay zu ziehen. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört. Das klingt ja sehr super. Der alte Fischmarkt. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte.
Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. Okay, dann haben wir wieder eine Frage für den kleinen Vic. Vic, hast du Murray heute gesehen? Sein Geschäft ist geschlossen. Was kümmert mich sein Geschäft? Wieso? Hast du Schwierigkeiten mit ihm? Naja, der alte Mann mag es nicht, wenn ich vor seinem Laden rumhänge. Oder besser gesagt, wenn ich vor seinem Schaufenster rumhänge. Keine Ahnung, was er dagegen hat. Tja, ich glaube, ich weiß es schon. Oh, ich habe gesehen, wie er heute Morgen wegging. Hast du eine Ahnung, wann er zurückkommt? So wie der angezogen war, wollte er in die Stadt. Also kommt er wahrscheinlich vor morgen nicht zurück. Interessant. Verdammt! Was war das? Was ist das hier? Ein Ball? Vic, ich weiß, dass du das warst und ich weiß, dass du mich hören kannst. Warte nur, bis ich dich erwische. Ich hau dich windelweich. Verdammt, jetzt muss ich dieses Durcheinander aufräumen. Ich vermute, dass Vic sich hier eine Weile nicht mehr blicken lässt. Ja, besser ist es wohl auch für ihn. Ach, den guten Tom kennen wir. Hallo. Hallo. Wow, da klingt er noch sehr freundlich. Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen? Das ist nur meine Art, Hallo zu sagen. Oh, okay. Ich sitze seit 2 oder 3 Stunden hier. Ich habe heute nichts zu tun. Warum setzen Sie sich nicht dazu? Nein, danke. Vielleicht ein anderes Mal. Sagen Sie, gibt's irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Onkel, mütterlicherseits. Sitzt er immer da mit der Angelrute? Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Oh ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Das war mal interessant. Ah gut, Harry, was gibt's Neues? Guten Morgen. Hallo, Sir. Ich war schon lange nicht mehr hier. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie vielleicht vom Weihnachtsfest? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne Sie. Ich kann mir Gesichter nämlich gut merken, wissen Sie? Oder vielleicht vom Erntedankfest? War es da? Hören Sie, ich... Ja, ja, ich weiß, wahrscheinlich haben Sie noch eine Zeche bei mir offen und wollen nicht, dass ich Sie erkenne, was? Ich habe keine Schulden bei Ihnen, Harry. Sagten Sie Harry? Tom, dieser junge Mann hier nennt mich Harry, behauptet aber, mich nicht zu kennen. Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Sir. Das versucht er bei jedem Fremden, seit ich denken kann. Ich habe nur... Ist es ein Problem, mir die Schulden zu zahlen? Es wäre keins, wenn diese Schulden nicht erfunden wären. Ach, ausgerechnet du sagst das. Soll ich dir deine Zeche für den letzten Monat zeigen? Schon gut, immer mit der Ruhe. Ich habe diesen jungen Kerl hier nur verteidigt, weil er ein Fremder ist und deine Tricks nicht kennt. Okay, mir reicht's. Noch ein Wort von dir und du bekommst nicht mal mehr ein Wasser auf Pump. Und ich will dir was sagen. Du bekommst nichts mehr von mir, bis du deine ausstehenden Schulden bezahlt hast. Ach komm, Harry, sei doch nicht so. Hören Sie, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen, wer ich bin. Klingt gut. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon, der Sohn Randall Gordons vom Schloss Black Mirror. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht, aber ich kam gar nicht zu Wort. Okay. Nun, das ist aber eine nette Überraschung. Ein Gordon ist hier immer willkommen.
Also, was darf ich Ihnen anbieten? Heute steht Wildbret auf der Speisekarte, zusammen mit einem kühlen Bier. Nein, danke. Vielleicht später. Ich würde aber gerne ein paar Fragen stellen. Aber sicher. Harry, was gibt's Neues im Dorf? Dinge passieren, aber viel Neues gibt's nicht. Wie soll ich das verstehen? Naja, ich höre eine Menge Tratsch, aber nichts, was der Rede wert wäre. Wissen Sie, hier kennt jeder jeden, also gibt es nichts Interessantes. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, wenn, dann sage ich Ihnen Bescheid. Harry, bis wann haben Sie geöffnet? Tja, kommt drauf an. Normalerweise bis ziemlich spät am Abend. Sehen Sie, ich schlafe nicht viel und wenn ich nicht beschäftigt bin, langweile ich mich schnell. Aber am späten Abend ist hier nicht viel los, oder? Für gewöhnlich spiele ich Karten mit Tom hier. Oder ich spiele Schach gegen mich selbst. Oh, Sie spielen Schach? Ich würde sagen, ich habe durch diese langen Abende gelernt, gut zu spielen. Dann sollten wir irgendwann gegeneinander spielen. Gern. Ich erinnere mich, dass William mit mir herkam. Ja, das weiß ich auch noch. Er war ein guter Pokerspieler, wissen Sie. Hatte unglaubliches Glück bei den Karten. Er hat uns oft richtig abgezockt, aber danach alles zurückgegeben. Ja, er war ein netter Kerl. Es war richtig schade, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist. Warum kam er nicht mehr? Wer weiß. Wir haben uns alle gut verstanden, aber seit einem halben Jahr hat er sich nicht einmal blicken lassen. Naja, es ist schon eine Entfernung. Und in seinem Alter... Nee, ich würde nicht sagen, dass das der Grund war. William war ein zäher alter Herr. Aber ich sage Ihnen eines. Ich habe gehört, dass er das Schloss gar nicht mehr verlassen hat. Und sich nur noch im alten Turm eingeschlossen und in alten Büchern gelesen hat. Wo haben Sie das gehört? Ich bin Wirt, was erwarten Sie? Was haben Sie sonst noch gehört? Nichts. Aber vielleicht weiß Mark etwas. Er hat früher in den Schlossgärten ausgeholfen. Wo finde ich ihn? Normalerweise wäre er bis jetzt gekommen, also schaut er heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Macht nichts. Ich frage ihn ein anderes Mal. Als ob William etwas zu verheimlichen gehabt hätte. Ich muss mehr erfahren über die letzten Monate seines Lebens. Naja. Wer weiß, was er zu verbergen hatte. Ich habe ein geschlossenes Leihhaus gefunden. Hat es je auf? Aber sicher. Der alte Murray würde seinen Laden nie ohne Grund zumachen. Wahrscheinlich musste er dringend etwas erledigen. Eine Privatangelegenheit vermutlich. Sie mögen ihn nicht besonders. Ihn mag niemand besonders. Jeder weiß, dass er ein alter Halsabschneider ist. Das Einzige, was ihn interessiert, außer seinem alten Trödelladen, ist, Leute über den Tisch zu ziehen. Aber was kann man schon von einem alten Geizhals erwarten? Na, klingt doch toll. Na, Tom. Wie viel Schuld ist dem Kerl? Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie nur etwas fragen. Na gut. Seit wann schulden Sie Harry Geld? Das ist meine Sache, nicht Ihre. Oder wollen Sie es vielleicht für mich bezahlen? Soll ich? Naja, ich habe Ihr Gespräch über den alten Sir William mitgekriegt. Wissen Sie etwas, was für mich von Interesse sein könnte? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Es ist wahrscheinlich der Durst, wissen Sie? Oh, ich verstehe. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich bezahle seine Schulden, dann frage ich ihn nochmal. Alright. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Okay, dann schießen wir mal. Wollen Sie es sich mit Toms Schulden nicht anders überlegen? Es ist teilweise meine Schuld, wissen Sie? Das würde ich gerne, aber dann würde er sie nächsten Monat auch nicht bezahlen. Wie heißt es so schön? Wer die Zeche nicht zahlen kann, soll auch nicht trinken. Tja, da ist was Wahres dran. Ich habe beschlossen, Toms Schulden zu zahlen. Aber warum wollen Sie das machen, Mr. Gordon? Ich will einfach. Können Sie mir die Summe sagen? Okay, wie Sie wollen. Macht 17 Pfund. In Ordnung. Hier. Tja, ich habe keine Ahnung, was Tom Ihnen versprochen hat. Aber Sie sollten ihm lieber nicht glauben. Das geht Sie nichts an. Also,
Wie sieht seine Zeche jetzt aus? Alles bezahlt. Gut. Na, geht doch. Oh, Sie sind's schon wieder.